Inmitten der imposanten Dolomiten zeigt sich eine scheinbar unberührte Welt von seltener Schönheit und Vielfalt. Der Naturpark Schlernrosengarten, der älteste Naturpark Südtirols, erstreckt sich über beeindruckende Gipfel, sanfte Hügel und idyllische Almen. Eine Oase der Ruhe und Erhabenheit sowie Heimat für eine reiche Tier- und Pflanzenwelt, die hier in ihrer natürlichen Umgebung gedeihen kann. Geschützt und bewahrt für kommende Generationen. Gleichzeitig ist der Naturpark aber auch ein Ort der Begegnung. Die Menschen, die hier leben, haben über Generationen hinweg eine einzigartige Beziehung zu diesem Land entwickelt. Eine Verbindung, die von Respekt, Tradition, Nachhaltigkeit und kultureller Vielfalt geprägt ist. Dieses einzigartige Natur- und Kulturgut stellt sich den Herausforderungen der Gegenwart, indem es das Gewesene konserviert und doch auch in die Zukunft schaut und uns daran erinnert, wie kostbar und schützenswert unsere Erde ist. Am südwestlichen Rand des Naturparks, zu Füßen der majestätischen Kulisse des Rosengartens und des Schlerns, liegt die Schutzhütte Tschaffon. Ein Ort, der wie der Naturpark selbst Geschichte und Tradition pflegt, aber auch Innovation atmet. Josef und sein Sohn Georg führen die Tschaffon-Hütte nun schon in dritter Generation und haben das Haus behutsam in die Moderne geführt. Mit Hingabe und großem Respekt vor der langen Geschichte dieses einzigartigen Ortes. Der Naturpark wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Hütte, die ist also schon wesentlich älter. Also die erste Hütte ist schon vor 1900 eigentlich entstanden. Und seit 1956 ist die Familie Lunger ist hier Besitzer. In der dritten Generation wird sie mittlerweile weitergeführt. Meine Frau unterstützt mich da. Ich bin sowieso da groß geworden, also für mich hat es nie etwas anderes gegeben. Es ist ein wunderschönes Leben da oben, ein sehr strenges Leben, ein sehr naturverbundenes Leben. Wir genießen das und fühlen uns da wohl. Und ja, jeder, der was auch kennt, spürt es auch. Also es ist nicht ein Vorleben. Und ja, das ist einfach unsere Heimat da, wo wir aufwachsen und unsere Kinder in Zukunft auch. Wir haben jetzt die letzten 3-4 Jahre umgebaut. Jetzt ist relativ viel passiert. Ganz wichtig ist uns gewesen, dass wir den Charakter von alten Schutzhaus widerspiegeln. Wir haben uns Gedanken gemacht, was lassen wir von alten Schutzhaus wieder einfließen. Wir haben zum Beispiel alte Schindeln verwendet. Wir haben in die Zimmer alte Leinenstoffe verwendet. Wir haben auch in den Dachstuhl von alten Schutzhaus geschnitten, die Wände verkleidet. Aber eben das Besondere auch bei dem Umbau ist, dass wir von Windsturm Weiher das Holz hergenommen haben, da schneiden gelassen haben und Möbel, die Fußbäden, den Dachstuhl gemacht haben. Wir haben jetzt nicht vergrößert, wir sind gleich groß geblieben wie erst. Es war nicht nur ein Haus, es war etwas anderes. Also die Eltern haben das aufgebaut, wir haben da 40 Jahre weitergewirtschaftet und das abzureißen, das war nicht so ganz einfach. Und trotzdem, also die Zeit muss weitergehen. Der alte Herr, der so Tradition hatte, worauf die Mutter 60 Jahre gekocht hat, den haben wir abgetragen, haben den originalgetreu in der Gaststube wieder aufgestellt. Das sind einfach schöne Erinnerungen an die Eltern, an die frühere Zeit. War damals schon die Philosophie von den Eltern, also alles das, was die Natur hergibt, das zu holen, zu verkochen und auch jetzt die junge Generation macht das in dem Sinn weiter. Ich glaube, es ist
ein großes Glück, das, was wir da haben, dass wir hier im Naturpark sind, dass wir in der Früh aufstehen können. Wir hören kein Auto, wir hören sonst nichts, es ist eine Ruhe. Ich hoffe, dass meine Kinder nachher in Zukunft auch mal eine Freude haben und das weiterführen werden. Sie in ihrem Stil, wir machen sie jetzt in unserem Stil. Und also ich hoffe, dass das noch lange halten bleibt. Ja. Wie geht's? Ja, gut. Alles gut? Perfekt. Wetter perfekt. Ja, Sauna ist fertig, habe ich gesehen. Ja, passt das jetzt auch? Ja, super. Besser wie gedacht. Schöner, gell? Vier Spalten. Egon Trocker ist Schutzgebietsbetreuer im Naturpark Schlern-Rosengarten. Er und sein Team arbeiten leidenschaftlich daran, den Park und sein Ökosystem zu bewahren, sowie die Sicherheit der Wanderwege und Zäune zu gewährleisten. Sie inspizieren Pfade, tauschen sich mit AnwohnerInnen aus und legen Hand an, um die Landschaft so zu gestalten, dass BesucherInnen die Natur hier genießen können, ohne sie zu gefährden. Ein Balanceakt, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Ich bin viel unterwegs, leider viel auch im Auto, weil das Gebiet recht groß ist, aber natürlich auch viel auf den Beinen. Und in der Zeit, dann, wo ich unterwegs bin, habe ich all meinen Blick drauf, wo gibt es noch was zu machen, wo gibt es was zu verbessern, wo seien Schäden oder wo braucht es unsere Hilfe. Auf der Bärenfalle ist ein ziemlich alpiner Steig, führt durch recht unwegsames Gelände und ein älteres Teilstück ist mittlerweile relativ morsch, das heißt, es ist nicht mehr ganz so sicher und das werden wir jetzt dann die nächsten Tage probieren, alles abzubauen und die Trasse teilweise zu ändern, damit dass wir von den Unwettern, die da oben relativ oft passieren, verschont bleiben, dass wir das dann neu anlegen. Die Herausforderungen vom Naturpark generell sind sicher, dem Druck der Wirtschaft standzuhalten und den Naturpark so zu erhalten, wie er zurzeit ist. Wenn man eine wunderschöne Naturlandschaft hat, dann will jeder daran teilhaben und sehr viele auch daran verdienen. Und da muss man dann natürlich einen Kompromiss finden oder irgendwann auch den Mut haben, Stopp zu sagen. Heutzutage sollte eigentlich jeder verstehen, dass unser, besonders in Südtirol, unser großes Kapital die Naturlandschaft ist. Das heißt, im Grunde würde es keinen Naturpark brauchen, wenn jeder Mensch vernünftig entscheiden würde. Es ist nun mal nicht so und ohne Regeln geht es nicht. Und zum Glück hat man sich damals entschieden, einen Teil unserer schönen Natur- und Kulturlandschaft zu schützen, um den dann halt auch für die Zukunft zu erhalten. Der Erhalt des Naturparks ist keine Selbstverständlichkeit und bedarf einer steten Kontrolle sowie laufender Anpassungen. Nur so wird gewährleistet, dass hier Natur und Mensch weiterhin sanft koexistieren können. Als der Park 1974 gegründet wurde, war dies eine radikalere Idee, als es heute vielleicht scheint. Enrico Brutti, Leiter des Bereichs Schutzgebietsmanagement der autonomen Provinz Bozen, weiß von den Anfängen des Parks zu berichten. Il Parco Naturale dello Sciliar è stato istituito nel 1974. Erano anni di boom economico e questo parco è frutto di un'evoluzione di strumenti di pianificazione paesaggistica. Cioè bisogna pensare che già nel 1970 per l'Alpe di Siusi c'era un piano paesaggistico che aveva già stabilito delle norme importanti anche di limitazione, per esempio all'utilizzo delle auto private, quindi limitazione alla circolazione del traffico. Quindi pensiamo, piano paesaggistico dell'Alpe di Siusi, 4 anni dopo è arrivato il parco. Quindi pensare in quegli anni di boom economico a istituire queste limitazioni, diciamo che anche la popolazione locale incominciava a essere preoccupata. Tant'è che quando è stato celebrato o fatta, diciamo, la festa, l'inaugurazione del parco, sappiamo che la banda musicale che doveva venire a suonare era, diciamo, limitata. Cioè alcuni di questi membri della banda musicale non sono neanche venuti a suonare.
Nell'arco di 50 anni la situazione è cambiata radicalmente, da un atteggiamento quasi di timore per i vincoli che avrebbe portato il parco. Le cose sono cambiate abbastanza rapidamente. Basta appunto pensare che nel 2005 lo stesso Comune di Tiras ha chiesto un ampliamento dell'area protetta fino al rifugio Coronelle, inglobando una parte del gruppo montuoso del Catinaccio. Seit seiner Entstehung im Jahr 1974 ist der Naturpark Schlern-Rosengarten also stetig gewachsen. Heute erstreckt er sich auf knapp 7300 Hektar über die Gemeinden Kastelroth, Völs und Thiersch und bildet mit dem Landschaftsschutzgebiet Seiseralm sowie dem Schlern- und dem Rosengartenmassiv eine einzigartige naturräumliche Einheit. Der Naturpark gehört seit 1995 zudem zum europaweiten Schutzgebiet Natura 2000 sowie als Teil der Dolomiten seit 2009 zum UNESCO-Welterbe. È sicuramente il primo parco della nostra provincia per data di istituzione, ma sicuramente quello che ha spianato la strada a tutte le altre aree protette. Ed è stato sempre una zona, una palestra di studi, di indagini, sia dal punto di vista floristico che geologico, quindi disponiamo di moltissimi dati e che non fanno altro che confermare che effettivamente ci troviamo in un'area eccezionale. Confidiamo nel fatto che possa essere tramandata alle prossime generazioni e che possano apprezzare anche loro le caratteristiche intrinseche di quest'area, che sono veramente un unico, non solo a livello provinciale, ma anche oltre i confini della provincia. Trotz vieler Zweifel und auch so mancher Kritik in seinen Anfängen hat sich der Naturpark Schlern-Rosengarten also nicht nur als ein Ort der Schönheit etabliert, sondern auch als ein Symbol für den Wert und die Bedeutung des Naturschutzes. In einer sich stetig verändernden Welt ist der Naturpark ein Raum der Erinnerung, der Besinnung und des Staunens. So, jetzt können wir alle die Augen wieder aufmachen. Und meine Frage an Enki ist, was habe ich denn alles gehört? Welche Stimmen, welche Geräusche? Habe ich überhaupt etwas gehört? Ja. Schon geil. Also ich habe den Bach gehört und eine Biene, die um mich herum gesummt ist und ein bisschen Grasrascheln und so. Durch den Wind, genau. Und Leni, was kannst du uns erzählen? Also, ja, ein bisschen die Vögel gehört, Bienen und Wäschen, die da vorbeigeflogen sind. Und ein bisschen einfach. Toll! Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Stimmen, Geräusche im Wald gehört. Hauptsächlich Tiergeräusche, also Tierstimmen. Und auch nicht gesehen. Das heißt, im Wald leben Tiere. Und wir befinden uns da im Naturpark. Wir heißen in so Naturpark. Was ist ein Naturpark? Schlern-Rosengarten. Genau, richtig. Was darf man denn zum Beispiel im Naturpark nicht? Man muss leise sein und Rücksicht auf die Tiere nehmen, weil das ist halt immer ein Lebensraum. Genau, man darf nicht Müll wegschmeißen, man darf auch nicht Pilze pflücken oder man darf auch nicht Kräuter und Blumen ausreißen. Man darf aber wandern gehen. Man darf sich dort erholen und so wie wir heute im Wald sein, die Natur genießen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, einen eigenen Naturpark zu bauen. Die Kinder müssen einfach die Natur selber erleben. Sie müssen alles selber entdecken, dass sie einfach eine Bewusstheit aufbauen, wie wichtig unsere Natur, unsere Pflanzen und Tiere sind. Man kann leider es schützen, was man kennt. Und deswegen ist es wichtig, dass die Kinder viel wissen über den Naturpark, über Pflanzen, Tiere und die Begeisterung wecken. Und dann sehe ich es ganz optimistisch für unseren Naturpark und für alle anderen Naturparks in Südtirol auch.
Das ist unsere Zukunft. Fertig. Nein, vor der Höhle. Ja, vor der Höhle. Die Verantwortung für das Gleichgewicht des Ökosystems im Naturpark spüren auch die Bauern Isidor Kompatscher und sein Sohn Simon. Ihre Wiese auf der Seiseralm befindet sich noch innerhalb der Parkgrenze, während der Großteil der restlichen Seisealm als Landschaftsschutzgebiet wie eine Art Pufferzone dem Naturpark vorliegt. Isidor und Simon verzichten bewusst auf eine intensive Nutzung und eine ausgedehnte Düngung, was zu einer harmonischen Beziehung mit der Natur im Park führt. Die besonderen Konditionen hier oben machen die Arbeit im Naturpark zu Aufgabe, Privileg und Herausforderung. Die Landwirtschaft ist absolut wichtig da auf der Alba, dass die noch weiterhin betrieben wird, dass da die Wiesen gemäht wird, dass es sauber gepflegt wird, dass es vor der Alba geführt wird, dass nicht alles verwildert. Aus der Sicht der Landwirtschaft ist es so, dass man schon einen Nutzen aus den Flächen hat. Man kann nicht sagen, man macht Pfleger, man will auch wirtschaften. Und da beißt es sich noch oft. Insgesamt ist einfach wichtig, dass der Bauer, der Tourismus, dass das alles zusammenspielt. Und da muss man auch schon schauen, dass man nachher allen wieder die Balance und den Kompromiss finden. Ich habe das große Glück, einen Hofnachfolger zu haben, der auch das Interesse hat, weiterzumachen. Die Arbeit hat sich nicht ganz viel geändert, vor der Übergabe, nach der Übergabe. Vorher haben wir auch alles miteinander angeredet, wie wird getan, was wird getan. Das haben wir nie die letzte Entscheidung gehabt. Heute ist es so, wir reden allem noch alles miteinander auch. Heute hat er die letzte Entscheidung. Ihr kämpft, ihr wisst. Wir versuchen, ihnen ein gutes, angenehmes Leben zu ermöglichen. Wir haben jetzt auch dementsprechend einen Stall umgebaut, dass sie es im Stall drin fast haben wie auf der Wade draußen. Wir probieren halt wirklich, dass sie eins haben und dass wir dahinter sind, dass es ihnen gut geht. Wir schauen, so viele Tiere zu halten, dass wir auch auf der Wade hier im Naturpark nicht so viele Auer tun. Einfach, dass die Wiesen auch nicht zu viel beansprucht werden. Du willst nicht, dass heute vielleicht 50, 60 Tiere ernten kannst und das jedes Jahr, aber in 5 Jahren du keine Wade mehr hast. Es muss mit Maß und Ziel mit der Natur umgegangen werden, dass die auch in Zukunft erhalten bleibt. Weil es ist ja nicht das Ziel, allein auf sich selber zu schauen, sondern auch auf die zukünftige Generation und denen auch mitzugeben, dass da aufzupassen ist und mit denen behutsam zu arbeiten. Es ist eine große Freude, dass er das mit so einem Herzblut den Hof übernommen hat und in der Art und Weise weiterführt. Da kann ich allein unterstützen und mithelfen. Der Naturpark Schlieren-Rosengarten bietet neben seiner atemberaubenden Landschaft sowie der einzigartigen Flora und Fauna noch eine weitere Besonderheit. Er ist von großem geologischem Interesse, da der Aufbau und die Entstehung der Dolomiten hier besonders gut studiert werden können. L'esposizione delle rocce nel Parco Naturale Scilia Catinaccio ci consente, proprio osservandole da vicino con occhi esperti del geologo, di capire come si sono formate queste scogliere e capire che queste scogliere si sono formate esattamente come gli atolli corallini attuali. Sono perfettamente conservati i rapporti tra le scogliere e il fondo marino che stava a 800 metri. E questo è tutto osservabile guardando bene le rocce che affiorano nel parco naturale. Per un geologo la roccia è come un libro aperto in cui è scritto qui sono nato, qui sono cresciuto e qui sono morto. E quindi quella è la cosa più bella. Dovunque vai nel mondo basta guardare le rocce e ti leggi la storia di quel posto. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Entstehung von Riffen, tiefen Meeresbecken
und die Einwirkung vulkanischer Tätigkeiten machen das Gebiet des Naturparks aus geologischer Sicht einzigartig. Von Relevanz sind die unterschiedlichen Gesteinsarten, die die atemberaubenden Gipfel formen. Aber auch, wenn man den Blick nach oben richtet, zu den Herausforderungen des vertikalen Aufstiegs. Das Besondere im Naturpark zu klettern, ist, dass man eine große Abwechslung hat. Man hat verschiedene Wände und verschiedene Gesteinsformen. Es ist je nach Tal und je nach Wand allem eine Abwechslung. Es gibt auch viele Wände, die etwas unberührt sind. Man hat also die Möglichkeit, selber Hand umzulegen und Erstbegehungen zu machen. Das ist auch ganz, Berg gefällt uns gut, machen wir auch viel. Und logisch die Natur, die Umgebung, es ist voll schön, da unterwegs zu sein. Man hat einen super Ausblick und man findet auch noch viele Gipfel, wo man einfach allein ist. Ich sehe auch die Berge so ein bisschen als Zufluchtsort von Alltag, weil es ist noch wie in so einer abgegrenzten Welt, ganz weg von der Zivilisation, wo du eine Ruhe hast, wo du mal losschalten kannst. Und das taugt mir voll gut. Ich fühle mich sogar mehr in die Berge daheim als wie jetzt direkt daheim im Dorf. Das ist für uns Kletterer generell, kann ich sagen, ein zweites Zuhause da, das Gebirge. Die majestätischen Gipfel des Schlerns und des Rosengartens sind als geografische Wahrzeichen auch Quellen unzähliger Mythen und Legenden, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Diese Geschichten erzählen von geheimnisvollen Berggeistern, schelmischen Hexen und heldenhaften Abenteurern. Die Natur erzählt ihre Geschichte. Ja, und je nachdem, was der Mensch weiß oder nicht weiß, interpretiert er sie mit seinen Worten. Ja. Die fantastische Welt hat mich schon als Kind fasziniert. Also Sagen, Legenden, Märchen, Geschichten. Und an denen bin ich hängen geblieben. Und die alten Sagen und Legenden erklären viele Naturphänomene. Und ich finde das spannend. Eine Freundin von mir hat die Hexen organisiert und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, wir brauchen die. Zuerst habe ich einen schwarzen Kittel gehabt, im blauen Schurz hat mir jemand anders geschenkt und dann hat sie gesagt, brauchst du noch ein rotes Tier. Und das alles zusammen ergibt die letzte Schlärmhexe. Inspiriert von den sagenumwogenen Schlernhexen führt die Hexe Martha durch magische Orte im Naturpark, die Grundlage für Mythen und Legenden sind, und teilt dort ihr großes Wissen um deren Geschichten. Lang, lang ist es her, dass die Burg Salecto im Wald unter dem Schlern in ihrem ganzen Glanz erstrahlt ist. Der letzte Burgherr war ein Ritter. Der war rau, aber tapfer und mutig. Und in seine jungen Jahren ist er in ferne Länder gezogen und hat bei Kriegen gekämpft, bei Turnieren teilgenommen und sein treuer Knappe hat ihn begleitet. Die Geschichte um die Ruine ist allem spannend. Da ist der Schlern darüber, die markante Sandnerspitze. Also da gibt es ein paar Geschichten zu erzählen, auch von Hexenmeister unter anderem auch. Und die Kinder gefällt es. Und in die Erwachsenen auch. In Weiher gibt es nicht mehr. Der Ritter hat sein Glück gefunden mit seiner Wasserfrau. Und da gibt es leider ein paar Mauern, die von längst vergangenen Zeiten erzählen. Die
Die Mythen und Legenden mögen in der Zeit verankert sein. Doch die Bedeutung des Naturparks wurzelt nicht nur in der Vergangenheit, sondern strahlt auch lebendig in die Zukunft. Gestärkt durch das Engagement derjenigen, die sich dafür einsetzen, den Naturpark Schlern-Rosengarten als lebendiges Erbe zu bewahren. Als Jugendlicher war das einfach normal, dass es bei uns verschieden ist. Man hat da gar nicht den rechtlichen Hintergrund da gesehen, dass es ein Naturparkdekret gibt mit Schutzfunktion. Der Schlern, der Prügelweg, alle Sachen, die gehören zu meiner Lebenswelt seit jeher. Erst später, wie ich dann auch auf Gemeindeebene mich politisch engagiert habe, zunächst als Vizebürgermeister, dann Bürgermeister, dann natürlich ist mir bewusst geworden und habe auch damit gearbeitet, mit den Bestimmungen, die es gibt, auch immer wieder den Konflikt, wo es um Schützen und Nützen geht, wie viel will man zulassen, aber es ist eigentlich relativ reibungslos gegangen. Es ist natürlich sehr viel Tourismus auch und das heißt, wie managt man das, wie schaut man, dass es ins Gleichgewicht zu bringt. Und ich glaube, das ist in der letzten Zeit sehr gut gelungen, da auch richtige Leitplanken zu setzen und das wird auch die Herausforderung der Zukunft. Es geht nicht ums Aussperren, sondern es geht darum, dass man den Menschen auch das Naturerlebnis dann garantiert und die Natur gleichzeitig schützt. Für mich ist das einfach eine Sache, die man anderswo auf der Welt nicht kriegt. Es gibt Menschen, die tausende Kilometer reisen, um das erleben zu können. Wir haben es vor der Haustür. Herzversetzt mir. Der Naturpark Schlern-Rosengarten verkörpert die Schönheit und Pracht der Natur. Aber er erinnert uns auch daran, wie kostbar und empfindlich unsere Umwelt ist. In einer Welt, die ständig im Wandel ist, lehrt er uns die Bedeutung von Naturschutz, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Er verkörpert den Geist der Zusammengehörigkeit zwischen Menschen und Natur und zeigt uns, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind. Es liegt in unser aller Verantwortung, dieses unbezahlbare Natur- und Kulturgut zu bewahren, damit es auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Thank you.